In Schlamm und in Wassergruben feststecken ist ein großer Bestandteil von Spin Tires, beziehungsweise von der Tech-Demo, die wir heute mal gespielt haben. Du, Olaf, du hast ja auch gespielt und was ist dein erster Eindruck? Ja, mein erster Eindruck ist recht gut, recht positiv. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist nur bislang eine Tech-Demo, noch nicht mal eine Alpha-Version. Das heißt, im Fokus steht das Feature der Bodenveränderung. Genau, also ob du im Schlamm feststecken bleibst oder auch die ganze andere Umgebung, also Bäume umfahren, beziehungsweise bei Bäumen feststecken oder halt eben die ganzen Hügel mitnehmen, versuchen zu überqueren. Ja, es ist zumindest eine recht neue Sache, die nicht oft benutzt wurde zuvor in Spielen. Also ich erinnere mich da, glaube ich, an Sega Rally, wo das eben auch schon dieses Feature im Ansatz gab. Ich erinnere mich sehr dunkel, ja. Ja, in einer leichten Form allerdings. Nicht so exzessiv, wie das hier betrieben wird. Man sieht es ja auch an den Wassereffekten. Also das Feature bezieht sich vor allem eben auf Schlamm, auf Bodenveränderungen und aber auch Wasser. Man sieht es hier recht deutlich, wie der Truck versucht, durch das Wasser zu fahren. Und der Vorteil bei der Engine ist eben, dass das Ganze sehr schnell funktioniert. Das ist engine-mäßig weniger Performance benötigt, als jemals zuvor diese komplexen Berechnungen durchzuführen. Ja, wie gesagt, und ganz ordentlich sieht es auch aus, auch für eine Tech-Demo. Und das Ganze ist über Kickstarter finanziert worden. Ja. Hat ein Ziel von 40.000 Pfund gehabt und hat 61.000 Pfund, was rund 73.000 Euro sind, erreicht. Also ist schon ganz ordentlich. Ja, was dann auch bedeutet, dass der Meilenstein geknackt wurde, bei dem dann eben versprochen wurde, einen Koop-Multiplayer zu liefern. Und spielerisch wird es dann so aussehen, dass es darum geht, Ladung zu transportieren. Von einem Punkt zum anderen. Das heißt, man muss das Fahrzeug beladen. Man muss dann mit Hilfe von Karten, von einer Karte und einem Kompass sich dann zurechtfinden in dieser russischen Gegend. Spielen wird das Ganze in den 80er, 90er Jahren. Und dann muss man eben versuchen, mit seiner Ladung möglichst geschickt zu einem bestimmten Punkt zu navigieren, dort die Ladung abzuladen und dann eben auf den Treibstoffverbrauch zu achten. Denn wenn man es dann schafft, möglichst effizient gefahren zu sein mit dem Treibstoff und möglichst wenig Ladung verloren hat, dann bekommt man besonders viele Skillpunkte, die man dann dafür benutzen kann, seine Skills, seinen Umgang mit den Autos, mit den Fahrzeugen dann zu optimieren. Ja, wahrscheinlich werde ich weniger Skillpunkte bekommen, weil ich die Ladung einfach verlieren werde. Aber du hast vorhin den Koop-Modus angesprochen, da könnten wir dann mal auch zusammenspielen und nicht uns drum streiten, wer spielen darf. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was kommen wird und was noch alles implementiert wird. Ja, es wird spannend. Also beim nächsten Ziel, beim Finanzierungsziel, das leider verpasst wurde, hätte dann auf der Liste gestanden, dass man eben einen Versus-Multiplayer-Modus haben kann. Das wurde leider verfehlt, das Ziel. Aber man sieht ja, das Potenzial ist vorhanden und weiß der Geier, was sich letztendlich die Entwickler noch zukünftig einfallen lassen werden.